Herzlich willkommen, ich bin die Petra. Heute ein paar Übungen zum Entspannen der Schulter- und Nackenmuskulatur. Schwing um die Wirbelsäule. Und als Warm-up boxen. Verschiedene Winkelstellungen. Streck dich, loslasse einen Baum, kleine Kreise male. Und loslasse Baum, kleine Kreise male. Schwinge aus der Hüfte. Wenn die Hüftgelenke beweglich sind, ist es gut für den unteren Rücken. Viererzeichen, Schulterblätter nach unten. Kleine Kreise male. Es darf gewackelt werden, gut für die tiefe Muskulatur. Und wechsel mal. Aus der Hüfte schwinge. Achter. Viererzeichen. Wasser schöpfen. Komm in eine Schrittstellung. Körpermitte festmachen. Schulterblätter nach unten. Entspannt Schulter- und Nackenmuskulatur. Einen Baum umarme und Sonnenstrahlen male. Zieh dich in verschiedene Winkelstellungen auseinander. Da, wo du dich hindehnen willst. Nach hinten rutschen. Dehnen wir Oberschenkelrückseite. Gerade Rücken, achte hinter auf Knie-Fußachse, sanft federn. Wir wechseln die Seite. Große Schrittstellung, Körpermitte festmache, Schulterblätter nach unten. Mach die Brustwirbelsäule beweglich. Einen Baum umarme, Sonnenstrahlen male. Baum umarme, Sonnenstrahlen male. Dehn dich mal dahin in die Richtung, wo dich auseinanderziehen willst. Dehnung spüren. Zurückrutschen. Acht auf die Knie-Fußachse. Spür die Dehnung in der Oberschenkelrückseite. So, Schulterblätter nach unten. Und dann dehnen wir auch noch Schulternacken. Eine Schien-In-Position. Knie leicht beugen. Schulter und Ohr voneinander entfernen. Kleine Kreise male. Hinterkopf zum Himmel. Wechsel mal. Erst Hinterkopf zum Himmel. Schulter tief ziehe. Kleine Kreise male. Beine übereinander. Sich auseinanderziehe. Faszien dehne. Den Tier Trizeps. Streckmuskulatur. Wechsel mal die Seite, Körpermitte festmache. Und nochmal recken und strecken wie ein Tiger. Wünsche dir viel Kraft und Durchhaltevermögen. Schön, dass du wieder dabei warst. Und wir schütteln uns nochmal ein bisschen aus.
Danke fürs Mitmachen. Gut gemacht.